Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender für Kinder. Ja, und da machen wir heute das vierte Türchen auf. Da ist drin ein Kabel, ein GPIO-Kabel oder Schumper, ja, Schumperkabel nicht, aber gut. Gucken wir mal, was wir damit machen sollen. Wie hell darf es denn sein? Hinter Türchen Nummer 4 findest du ein Kabel mit zwei Steckern. Baue damit deine Lampe so um, dass beide Teile des Schalters für eine eigene Helligkeit zuständig sind. Hier steht drin, dass dann eine vierte Stufe müsste es mathematisch noch geben. Der Unterschied zwischen der dritten und der vierten Stufe ist allerdings relativ klein. Dann kommt hier die Infobox, da geht es ums Ohmsche Gesetz. Warum die das Ohmsche Gesetz nicht Ohmsches Gesetz nennen, hatte ich ja letztes Jahr schon diskutiert. Ich habe immer noch keine Antwort drauf, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Hier wird dann Bezug genommen, dass die mit sehr hochohmigen Widerständen arbeiten. Das machen wir im Erwachsenenkalender ja auch. Damit die Batterie länger hält, dass die LED einen Strom von 20 mA verträgt, aber nur 1,1 mA fließen. Das hatten wir ja in den letzten drei Tagen durchgemessen. Wie lange eine Batterie hält. Wir bauen jetzt erst einfach mal. Wer sich fragt, warum ich jetzt ein paar Tage dazwischen habe, das habe ich ja meistens. Weil die Tage 0, 1, 2, 3, 24 und 25 sind die, die am meisten geguckt werden. Das ist übrigens die Kinder-Adventskalender-Schaltung aus dem letzten Jahr. Und das ist die aus diesem Jahr. Aber wir wollen uns ja mit der von diesem Jahr beschäftigen. Was man immer braucht, ist so ein Farbcode. Hatte ich ja schon gesagt, die Dinger gibt es nicht mehr zu kaufen. Der muss 40 Jahre alt sein. 5 ist... Ach Gott. Ja, schmeiß noch weg, mach noch kaputt. 5 ist Trümpf. 2, 9, 5, 0 leer. 5 ist Trümpf, hieß doch die Kampagne der Deutschen Bundespost. Gucken wir mal, was wir jetzt machen sollen. Der Widerstand soll da rein. Beide Widerstände gehen auf die grüne und ansonsten ändert sich eigentlich zum letzten Tag nichts. Und der soll hier zwischen. So. Ja, ich finde dieses Blinken einfach zu schön. So. Na? Aus, ein, der hat auch in früheren Jahren schon mal besser gesessen. So. Ah, das ist das schwache Leuchten. Die Kamera kann das offensichtlich, was ich hier auf dem Display sehe, ist, dass die Kamera das wahrscheinlich besser kann als das menschliche Auge. So ist ganz aus. Ja, und das ist die vierte Stufe. Ich schalte ihn mal hin und her. Ich weiß nicht, ob die Kamera kann da... Ja, gut. So, das soll Tag 4 gewesen sein. Kommt als nächstes Tag 5, verstärkter Strom. Bis dahin, tschüss.